Das Video, auf das wir jetzt reagieren, da hat mich der Clickbait-Titel bzw. das Clickbait-Thumbnail zu 100% abgeholt. Da stand nämlich hier Rippkalb-Pflaume, aber das ist ja ein Meta-Clickbait-Thumbnail, weil es geht in dem Video um Clickbait. Diese Clickbait-Videos gehen zu weit. Finde ich gut, bei so einem Video so, dann so ein Meta... rein da. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video über den ekelhaftesten deutschen YouTuber gemacht. Was soll ich sagen? Auf das wollte ich so ungefähr 20 Mal im Stream reagieren. Ich hatte es immer wieder schon geöffnet und dann haben wir im Stream immer was anderes gemacht. Und dann ging es immer unter. Und jetzt habe ich gar nicht darauf reagiert. Und jetzt macht er ein Video, wo er sich darauf bezieht. Perfekt. Supi. Meine Freunde, ich glaube, es ist ein neuer Sheriff in Town. Was geht ab, meine Freunde? Digga, das Intro war aber gut. Ich hätte mir das auch jetzt auch länger angeguckt. Noch. Also hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Es geht heute um Clickbait. Er hat absolut recht. Der beste Kanal auf YouTube. Wenn man natürlich dabei bedenkt, dass er der österreichische Matti ist. Von daher schon gut so. Genauer gesagt ist das, was ich da gefunden habe. So eine Art eigenes Clickbait-Genre auf YouTube. Aber wir fangen mal mit einem Kanal an, den ihr mir geschickt habt. Und zwar, was ist los 5052? Wahrscheinlich habt ihr noch nie was von dem gehört. Der Typ hat 8600 Abonnenten. Also doch kein kleiner Kanal mehr. Und ihr fragt euch bestimmt, naja, Kaiser, was ist denn auf seinem... Hoppala. Was ist denn... Hoppala. Das war ja kein gespieltes, das war ja eine echte Reaktion, ein echtes... Oh mein Gott, ich kipp gerade weg. Da, wo die meisten Menschen machen, da macht der Österreicher einfach... Hoppala. Das ist wie, wir hatten mal auf ein so ein Meme reagiert, wo so ein Typ aus Versehen seine Zigarette verschluckt hatte. Und dann hat er gesagt, vor Schmerzen... Aua! Das wusste ich nicht, dass es Menschen gibt, die wirklich Aua sagen, wenn ihnen was wehtut. Das ist halt so Bilderbuch-mäßig. Aber ich wusste nicht, dass das Menschen wirklich machen. Und er schreit Wuppala. Finde ich gut. Wuppala. Was ist denn auf seinem Kanal so los? Schauen wir doch gleich mal in die Kanalbeschreibung rein. Was ist los? Ein Ort, um die neuesten Entwicklungen aller Geschichten zusammenzufassen, die unsere Redakteure sammeln können und ihnen so schnell wie möglich zusenden möchten. Wenn falsche Informationen vorliegen, wenden Sie sich bitte direkt an uns, damit unser Vertreter diese so schnell wie möglich beheben kann. Bei Fragen melden Sie sich bla bla bla. Vielen Dank für all die Zeit, die Sie uns immer verbunden und Zeit mit uns verbracht haben. Aha. Gut, also es handelt sich hier um eine Art Nachrichtendienst, der so die Breaking News einfach am laufenden Band liefert. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vor 2 Tagen, Beerdigung in Berlin. Fans sehen Helge Schneider, 67, zum letzten Mal. Wow. Also, aber Helge Schneider ist doch gar nicht tot. Okay, ich habe nicht gewusst, dass Helge Schneider gestorben ist. Vor allem halt vor 2 Tagen oder so. Ne? Also das ist schon heftig. Es tut mir echt leid. Schauen wir mal rein ins Video. Helge Schneider, Sternchen 30. August 1955 in Mülheim an der Ruhr, ist ein deutscher Unterhaltungskünstler, Komiker, Kabarettist, Schriftsteller, Film- und Theaterregisseur. Boah, ich schlaf ein, Alter. 9 Daumen nach oben, 0 Daumen runter. Schauspieler und Multi-Instrumentalist. Bekannt wurde er durch Bühnenauftritte, in denen er Klamauk und Parodien mit Jazzmusik verbindet. Subscribe! Ja, okay, warte, ich mach das schnell. Glocke aktiviere ich natürlich auch direkt. Oh, was bin ich denn ein Schussel? Da habe ich mich doch glatt verdrückt oder auch nicht, meine Freunde. Keine Sorge an alle Helge Schneider-Fans, also... Keine Sorge an alle Leute der Welt. Helge Schneider ist immer noch am Leben. Der Boy ist gar nicht gestorben. Okay, das überrascht mich jetzt sehr. Ja, und er kann die Welt immer noch zu einem besseren Ort machen mit seinen lyrischen Meisterwerken. Sommer, Sonne, Kaktus, Playing Federball on the Beach. Deine Mom kriegt AIDS, denn ich hab keine Kondome mehr. Schau, ich weiß nicht, wie dir so ein Fehler unterlaufen kann, ja, aber ich will jetzt mal nicht so sein, ja. Ich bin gut drauf heute, deswegen gebe ich dem Kanal noch eine Chance. Was haben wir da? Oh! Nach 3 Stunden Notfall, Hansi Hinterseher, 68, verstarb im Krankenhaus. Johann Ernst, Hansi, Hinterseher, Sternchen 2. Februar 1954 in Kitzbühel, ist ein österreichischer Schlagersänger, Schauspieler. Digga, das ist ja mal so lame. Und kann es sein, dass Schlagersänger alle gleich aussehen? Warum sehen denn Schlagersänger immer genau so aus? Also Real Talk, genau so. Moderator und ehemaliger Skirennläufer. Ja, und eine fucking Legende, Mann. Wie konnte das nur passieren? Warte, was? Hansi Hinterseher ist gar nicht tot. Und das ganze Video ist original eine Computerstimme, die dir irgendeinen Text von Wikipedia vorliest. Hinterseher wurde 1968 österreichischer Schülermeister im Slalom, Riesenslalom und in der Kombination. Gutes Video, Bruder. Lass mich kurz auf YouTube gehen. Ich pfeffer mir nach diesem Schock erstmal den Hände zum Himmel Partymix rein. Du schaust mich an und ich denke mir, Ich habe gerade eine neue Idee für eine Frisur. Maus, bist du noch im Stream oder hast du jetzt deinen Stream selber angeschmissen? Sei ehrlich, ganz lang wachsen lassen und am Mittelscheitel? Smash. Ja, oder? Also ich finde das gar nicht so schlecht. So, lass ich hier, so sieht der eigentlich aus. Na, nein, der Matti, das sieht schon viel besser aus. Boah, Hansi. Warte.
Was ist das? Ich gebe ein Hansi Hinterseher, will mir den Partymix gönnen, scroll runter und was sehe ich da? Was ist los mit 168.000 Aufrufen? Tschüss, Alter, 168.000 Aufrufe. Wie viele Aufrufe hat dann bitte das beliebteste Video auf dem Kanal? Großes Beileid an Angelo Kelly, 350.000 Aufrufe. Freunde, ich weiß, das hört sich jetzt verrückt an, aber irgendwas ist da ganz komisch. Der gesamte Kanal besteht aus Fake-Beerdigungen von irgendwelchen Promis. Also ich habe selten sowas Geschmackloses gesehen. Vor allem sind die Klicks ja gar nicht mal schlecht. Er hat öfter mal über 10.000 Aufrufe auf einem Video. Und das hier, das ist nicht wie bei Iris Schwindler. Hä? Das Ding ist, pass auf, man könnte jetzt die Theorie aufstellen, imagine, er verdient damit auch noch Geld. Ne? Er macht damit wirklich auch noch Umsatz. Die Sache ist, das überhaupt erlaubt? Nein, das ist tatsächlich nicht erlaubt. Also man kann den Kanal melden, der wird auch safe gelöscht werden von YouTube. Jetzt durch das Video von Kaiser ist der safe auch jetzt schon weg, der Kanal. Können wir gleich nachgucken. Aber damit man mit YouTube Geld verdienen kann, muss man ja Mitglied im Partnerprogramm werden. Und dafür muss man mindestens 4.000 Wiedergabestunden in den letzten 365 Tagen erreicht haben. Das heißt, die Leute müssen sich das Video auch anschauen. Bei dieser Aufmachung der Videos mit dieser Drecks-Computerstimme und so weiter, kann ich mir es aber sehr gut vorstellen, dass er die Wiedergabezeit gar nicht erreicht. Aber bei so viel Aufrufen, Diese Videos, meine Damen und Herren. Achso, genau, wir wollten nachschauen, was ist los oder wie heißt der Channel? Ah doch, da ist der Channel. Der Channel ist noch online. Vor 10 Minuten die Familie von Kerstin Ott verkündet den Fans traurige Nachrichten. Sylvester Stallone ist für immer weg. Hey, der lädt auch so 5 Videos an einem Tag hoch, ne? Daniel Brühl, Moritz bleibt treu. Fake-Beerdigungen von irgendwelchen Promis. Also ich habe selten sowas Geschmackloses gesehen. Vor allem sind die Klicks ja gar nicht mal schlecht. Er hat öfter mal über 10.000 Aufrufe auf einem Video. Und das hier, das ist nicht wie bei Iris Schwindlig. Diese Videos, meine Damen und Herren, sind teilweise monetarisiert. Da läuft Werbung drauf auf diesen Videos. Hier, Kerstin Ott, 40 Jahre alt, ist tot. Der Krieg. Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es gab ganz große kontroverse News dazu, dass YouTube jetzt auch Kanäle monetarisiert, die keine Monetarisierung aktiv haben und das ganze Geld selbst behält. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das da noch gemacht wurde oder nicht. YouTube wurde sehr krass gehatet dafür. Meines Wissens nach werden sogar Videos von YouTube mit Werbung beschaltet, obwohl ihr noch gar nicht die Monetarisierung aktiv habt und auch kein Copyright-Claim habt oder so. Trotzdem schaltet YouTube Werbung darauf, aber das Geld kriegt nicht ihr, das Geld kriegt YouTube zu 100%. Ich glaube, das ist der Fall. Ich bin mir nicht sicher. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen den Fact mit Vorsicht genießen, Freunde. Krebs hat ihn mitgenommen. Der arme Kerstin, Alter. Alleine mal, dass über meinen Doppelgänger, ja, über meine Doppelgängerin Kerstin Ott so eine Frechheit verbreitet wird. Und wie King Phil, Digga, auch noch. Jetzt gib dir das, bitte. Ja, ist bei mir so. Monster Mark Cookies, wenn das wirklich bei dir so ist, hast du wirklich keine Copyright-Claims? Weil klar, wenn man nicht einen monetarisierten Kanal hat, dann achtet man vielleicht nicht so sehr darauf. Kann es sein, dass das Copyright-Claims sind? Ja, also es ist wirklich clean und trotzdem hast du Werbung auf deinen Videos. Dann hat sich hiermit mein Verdacht bestätigt. Und YouTube macht da Auge. Deswegen, lieber Kaiser, kleine Korrektur an der Stelle. Das stimmt nicht ganz. Aber ich mache jetzt erstmal noch einen Holy. Und zwar den Granatapfel Piranha, der gerade leider ausverkauft ist. Der kommt im Frühjahr wieder, Freunde. Aber nicht verzagen, er ist bald wieder da. Wenn ihr selber auch Holy probieren möchtet, dann habe ich natürlich einen Rabattcode für euch, Freunde. Matti10, 10% auf alles. Matti5, wenn ihr zum ersten Mal Holy bestellt, dann kriegt ihr direkt 5 Euro geschenkt für eure erste Bestellung. So ein Ding ist das. Ihr wisst Bescheid. Prost, Freunde. 5, 4, 3, 2, 1. Puh, cheers. Bitte mal. Vor 10 Minuten das traurige Ende von Kerstin Ott. Krebs diagnostiziert. Kerstin Ott. Ein trauriges Ende für Kerstin Ott. Vor 10 Minuten mein Beileid an Kerstin Ott. Warum so viele Videos über ein und dieselbe Person? Das ergibt gar keinen Sinn. Vor 6 Minuten Kerstin Ott verkündet Fans traurige Nachricht. Vor ein paar Minuten Kerstin Ott am Krankenbett macht Fans untröstlich. Vor ein paar Minuten. Moment mal. Das ist ja gar nicht, was ist los? Was ist das für ein Kanal, Digga? Simba? Was ist das auf einmal? Hier, FF Ninzer. Wir bedauern die traurige Nachricht über Kerstin. Digga, dieser Edit, das ist ja mal... Oh Gott. Bruder. Ott, Kerstin Ott, große Schmerzen für die Fans, Vlog-Megatans. Promis, Gerüchte, Silbereisen, Schmerzen in der Beerdigung von Kerstin Ott, Wissen.de, Helene Fischer verkündet die traurige... Was ist... Entschuldigung. Das ist ja im Prinzip die YouTube-Version von diesen Drecks-Boulevard-Magazinen, oder? Die immer so am Kiosk liegen oder so. Oder im Wartezimmer beim Zahnarzt oder so. Immer diese weirden Magazine. Person XY ist tot, lässt sich gerade scheiden, wie auch immer. Da gibt es dann keine Konsequenzen dafür, ne? Bin ich jetzt gerade bitte gelandet? Ist das hier irgendwie so... Ist das ein normales Genre auf YouTube?
Kerstin Ott Clickbait. Pass auf, ich habe mich heute hingesetzt, ich wollte mir diesen Was ist los mal genauer anschauen, weil mir so viele Leute den geschickt haben. Und dann stoße ich hier auf diese Welt von Clickbait, Fake Promi, Todes-Content des Grauens. Und du kommst allein mit dem Stichwort Kerstin Ott hier auf 6 weitere Kanäle bin ich jetzt gestoßen, die exakt den gleichen Content bringen. Das hier haben wir gesehen, ist einer davon. Hier 9280 Abonnenten. Vlog. Aber wer klickt bei sowas auch auf Abonnieren, wenn die Videos ja eindeutig fake sind? Megatans. Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Wir hören immer auf Ihre Vorschläge, egal wie klein Sie sind. Ja, immerhin. Bei Fragen oder Beschwerden zum Urheberrecht, wenn Sie sich an suoi@gmail.com. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Entspannung. Bruder, wie soll ich mich glücklich entspannen bei dem Content? Ich weiß nicht, traut ihr euch alleine mal in so ein Video reinzuschauen? Oh ja? Ja, passt. Okay, dann machen wir das. Ich zeige euch ein Video mit 178.000 fucking Views, Digga. Diese Experience, die muss man einfach mal einmal in seinem Leben erlebt haben. Let's go. Willkommen auf dem offiziellen Kanal von Florian Silbereisen und Beatrice Eli. Drücken Sie die Benachrichtigungsschaltfläche, um die neuesten Informationen von uns zu erhalten. Florian Silbereisen brach in Tränen aus, als er erfuhr. Ja, es ist ja alles die gleiche Kacke. Es ist ja alles dasselbe. Komm, das skippen wir. Das ist mir zu lame. Mal mit diesen Subscribe-Dingern noch. Helene Fischer ist ein nicht allzu langer Zeit geboren. Gott wurde von den Ärzten. Ja, wie oft soll ich abonnieren? Also ganz ehrlich, mir geht das ja generell auf die Nerven, wenn YouTuber sowas einblenden von wegen, oh, abonniert mich, gell, und die Glocke nicht vergessen, so. Peinlich sowas. Nein, aber widerspreche ich. Pro-Tipp vom Profi, Freunde. Zuschauer vergessen sowas. Man muss seine Zuschauer daran erinnern, einen Daumen nach oben zu geben, ein Abo dazulassen. Nicht am Anfang des Videos und auch nicht 10-mal im Video. Es ergibt keinen Sinn, das 10-mal zu machen. Wenn sie es beim ersten Mal nicht gemacht haben, werden sie es auch beim zweiten Mal nicht machen. Jedes weitere Mal ist obsolet. Aber einmal im Video an den Like erinnern, einmal im Video an das Abo erinnern, das trägt Früchte. Diese Call to Action sind da schon wichtig. Sonst funktioniert das nicht. Österreichischer Matti, da musst du noch lernen. Im Ernst, das ist natürlich wieder Clickbait, ja, wie jedes Video. Und wisst ihr, es gibt eine Sache, die mich daran wirklich anpisst. Warum sind Kanäle wie Was ist los überhaupt monetarisiert? Wie gibt's das? Im Iris-Schwindlich-Video habe ich euch ja gesagt, dass jeder einzelne YouTube-Kanal, der in das Partnerprogramm aufgenommen werden will, also sprich Werbung schalten möchte, eigens von einem YouTube-Angestellten überprüft wird. Weißt ihr, damit nicht einfach jeder x-beliebige... Ja, aber nochmal, es kann sein, dass die gar nicht monetarisiert sind und die Werbung ist von YouTube geschaltet. Der einfach Werbung schalten kann, aber ganz ehrlich... Ich weiß nicht, ob ich das noch glaube. Wollt ihr wissen, wie broke das Monetarisierungssystem... Ja, das muss ich da einmal direkt drunter kommentieren. Kleine Korrektur, sonst knackiges Video. So wird das gemacht, Freunde. Like mal bitte alle meinen Kommentar, damit der Kaiser das sieht. Auch ein kleiner Funfact, das wissen vielleicht viele nicht, aber ihr seht hier meine Benachrichtigung. Wenn ein YouTuber mit mehr als 100.000 Abonnenten ein Video kommentiert, ne, ein Kanal mit Haken, mit Verifizierung, dann bekommt man eine extra Benachrichtigung nochmal, dass diese Person dir gerade geschrieben hat. Ist das nicht cool? Das ist doch mal voll nice, oder? Teilweise ist. Ich sag's euch, bei meinem letzten Video, da habe ich ungefähr 20 bis 30 Minuten lang herum experimentiert am Titel, damit mein Video endlich grün wird. YouTube hat mir, oh, das ist kein Spaß, okay, hat mir alle Titel, die ich verwendet habe, instant gelb geschaltet, also nicht monetarisiert, außer wenn ich ein Wort verwendet habe, und zwar Ponyhof. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das war tatsächlich die einzige Option, um mein Video grün zu stellen. 2022 war wild. Wäre das nicht gegangen? Ponyhof. Und dann läuft auf so einem Dreck Werbung, weißt du, das ist halt auch irgendwo unfair. Aber vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, naja, Kaiser, übertreib mal nicht, ja, der macht ein paar hundert Klicks auf ein paar Videos und sowas. Das wird ja jetzt nicht so schlimm sein, oder? Oder? Ich sag's euch gleich dazu, ihr seht hier die Klicks, wie die ein bisschen mau waren und so. Okay, es war jetzt nicht viel, 30.000 Klicks im Monat oder so. Aber jetzt seit 2,5 Monaten zieht er durch und er hat im letzten Monat, sage und schreibe, 893.000 Aufrufe gemacht. Wenn die monetarisiert sind, die Videos sind relativ kurz, es läuft keine Zwischenwerbung, dann hat er so ein CPM von ungefähr 1,5 bis 2, würde ich schätzen. Dann verdient er so ungefähr, ja, sagen wir mal, 1.500 Euro pro Monat mit der Grütze. Kann man auch mal machen, oder? Wenn es monetarisiert wäre, ich glaube, wie gesagt, nicht unbedingt daran, aber... Potenziell verdient er so ungefähr 1.500 im Monat. Relation zu sehen, gell? Das ist mehr als Alpha Kevin gemacht hat. Das sind scheiß viele Klicks. Der Hund macht am Tag mehr Klicks als ihr Schwindlich in einem Monat. Und da könnt ihr mir jetzt auch nicht erzählen, ich gebe ihm ja nur die Aufmerksamkeit, die er will. Bruder, das ist einer der größten YouTuber im Moment. Alter, ich gebe einfach kein Pflaume ein und habe schon wieder eine gefunden. Hier, Duok Wong TV. Oha, der Typ hat sogar noch seine alten Videos auf seinem Kanal. Warte mal. Pass auf, hier oben sind seine ganzen Fake-Clickbait-Promi-Videos und so. Und hier unten... Hier ist der allerechte Duk Wong. Ja,
Das ist ja noch verwirrender, dass das gar kein Deutscher ist, aber der deutsche Videoinhalte. Das macht's einfach noch seltsamer. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ist das irgendwie die ApoRed Luxus Villa Tour? Ja, Tour war doch angesagt. Nein, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Typ gesagt hat, ja, das war's jetzt mit meinem Content, ich mache ab sofort Fake-Clickbait-Content über irgendwelche deutschen Promis. Das ist genauso bei Simba. Der hat früher anscheinend irgendwelche so Primitive-Life-Bushcraft-Videos gemacht. Die sind actually, die sehen ziemlich cool aus. Wahrscheinlich wurden die Accounts halt einfach gehackt von diesen Leuten. Aber da frage ich mich halt, warum gerade asiatische Kanäle? Warum überhaupt Kanäle, die so wenig Aufrufe haben? Warum? Das stimmt, das ist ein guter Gedanke, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich krieg große Kanäle oder... Ich habe so viele Fragen. Aber Freunde, je mehr Videos ich konsumiere... Naja, große Kanäle haben meistens eine Zwei-Stufen-Auti drin und das ist nicht so easy zu hacken. So ein Kanal mit wenig Abos, jemand, der es nicht professionell macht, der da nicht so viel Wert auf die Sicherheit legt, da liegt es dann schon mal näher, dass er vielleicht keine Zwei-Stufen-Auti drin hat und dann ist es wesentlich einfacher, den Kanal zu hacken. Wa? Freunde, man kann auch einen Kanal mit Zwei-Stufen-Auti hacken. Ich habe Zwei-Stufen-Auti immer drin, wurde trotzdem gehackt vor 3 Jahren mittlerweile, also vor 2,5. Das geht. Social Engineering, dies, das, Ananas. Aber wenn du keine Zwei-Stufen-Auti hast, ist es halt 100 Millionen Mal einfacher. Wir haben 2023, jeder hat 2-Stufen-Auti, oder? Nee, leider nicht. Das ist so. Gibt viele, die es nicht haben. Informiert habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass die alle verdächtig ähnlich sind. Das hier sind die Sachen, die man braucht, um so ein cooles Video zu machen. Zuallererst ganz klar Schnee. Ich weiß nicht warum, aber Schnee oder irgendwelche so Flocken, die durchs Bild fliegen, sind sehr beliebt in der Szene. Und dann ganz klar ein fettes Schild zum Abonnieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Zielgruppe Leute sind, die normal wahrscheinlich nicht so wirklich im Internet sind. Deswegen bei jeder Gelegenheit auffordern zu abonnieren. Dann noch eine computergenerierte Stimme, ein richtig schlechtes Thumbnail und eine Dia-Show, die animiert ist, wie diese, weißt du, diese Dia-Show, die du bei jedem Geburtstag von deiner Tante siehst, ja? Ich weiß genau, was er meint. Titel dann noch gerne so ein, zwei Rechtschreibfehler mit einbauen, 720p drücken und rendern. Weg ist das Ding. Der YouTube-Star Kaiser ist leider gestorben, da er sich zu viele Müllvideos auf YouTube angesehen hat. Sehr einfach YouTube-Kacke. Schade, aber ich wünsche Ihnen eine glückliche Entspannung. Bitte nicht vergessen zu abonnieren, Uwu. So, aber Spaß. Seite. Ich habe wirklich versucht herauszufinden, so wer diese Videos gemacht hat. Aber es ist wirklich verdammt schwer, ja, okay? Und ich meine es wirklich so, ja? Einer von diesen Kanälen hat auf YouTube Facebook verlinkt, okay? Das Problem dabei war, dass es nicht die Facebook-Seite von ihnen gewesen, die verlinkt war, sondern es war einfach Facebook. Einfach Facebook.com. Aber... die Kaiju-Musik dazu. Einfach so, ey Leute, checkt mein Facebook aus. Facebook.com. Aber wer auch immer du bist, ja, und warum du es gerade auf Kerstin Ort abgesehen hast, irgendwann werde ich es herausfinden. Und ja, meine Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Thema. Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Also, I hope everyone has had a great rush, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Auch eine sehr gute Endcard-Mucke. Sehr, sehr stark. Finde ich gut. Ja, gut ist wie... Oh mein Gott. 2 Likes mehr und es wären 69,99. Oh mein Gott. Mann, ich bin zu früh oder zu spät. Zu spät für 69,69 und zu früh für 69,99. Mann, was schreibt denn die Community zu meinem Kommentar? Oha, super Kommentar. Dieser Kommentar ist so toll, er braucht mehr Aufmerksamkeit. Der Kommentar ist so gut, so gut. Mann, nur weil er Österreicher ist. Na gut, Freunde, das war die Reaction-Runde für heute. Und wenn ihr dieses Video schon interessant fandet, dann klickt einfach auf das letzte, denn da ging es einfach um einen YouTuber, der einfach seine Freundin für tot erklärt hat, obwohl sie gar nicht gestorben ist und er hat das Ganze für Klicks und so benutzt. Klickt rein, es ist total weird, Alter.